Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute nach sehr langer Zeit und vielen, vielen Anfragen mal wieder eine Roomtour für euch. Und zwar zeige ich euch heute ein kleines Update meines Schlafzimmers, nachdem sehr viele von euch danach gefragt haben. Nachdem ich, glaube ich, irgendwann mal auf Instagram oder Snapchat erwähnt hatte, dass ich es umgestellt habe mit auch ein paar neuen Möbeln. Und da sich sehr viele von euch dafür interessiert hatten und ich meine letzte Roomtour, glaube ich, so vor 2 Jahren gedreht habe, dachte ich, es wäre mal wieder an der Zeit. Ich verlinke euch meine alte Roomtour natürlich gerne hier oben und unten in der Infobox, falls ihr euch gerne ansehen möchtet, wie mein Schlafzimmer vorher ausgesehen hat. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an mit dem Video. So, ich dachte mir, ich starte einfach mal genauso wie bei meiner letzten Roomtour vor der Tür meines Schlafzimmers mit dem einzigen kleinen, aber feinen Unterschied, dass, wie man sieht, hier keine Tür mehr ist, beziehungsweise ihr seht sie dort hinten. aus dem einfachen Grund, da es mir zu mühsam war, diese Tür immer auf und zu machen, da sie auch immer von selbst zugefallen ist, beziehungsweise ich es einfach mit so einem offenen Eingang irgendwie netter finde. Ihr seht hier ja meine Couch, den Eingang, das ist mein Schreibtisch, den ich jetzt besser nicht filme, weil er komplett unaufgeräumt ist. Und ja, dann führe ich euch einfach mal in mein Schlafzimmer und gebe euch wie beim letzten Mal einen kleinen Überblick einmal hier hinüber zu meiner Fensterseite und meiner Kommode und dann da hinüber zu meinem Bett. Also das Essential meines Zimmers, nämlich mein Bett, hat sich nicht wirklich geändert, wie man sieht. Ich habe immer noch diese großen Kissen da hinten. Ich habe auch immer noch diese Konstruktion meines Vormieters, die er ein Hochbett nennt. Ich nenne es, er hat einfach ein IKEA-Bett genommen und es in die Wand hineingeschraubt. Aber ja, wie ich bereits in meiner letzten Roomtour erwähnt habe, habe ich mich nie sonderlich wohl damit gefühlt, in diesem Hochbett zu schlafen, weshalb ich mir einfach darunter ein Bett hingestellt hat, was ja zwar leider sehr viel Platz verbraucht, wenn man mal ehrlich ist, weil dieses Zimmer knappe 8 Quadratmeter hat, aber ich fühle mich einfach besser und sicherer, wenn ich weiß, dass ich festen Boden unter mir habe und nicht knappe, ja, wie viel ist das, nicht ganz 2 Meter in die Tiefe falle, sollte irgendwie an dieser Konstruktion doch nicht alles ganz sicher sein, nenne ich es jetzt mal. Ihr seht hier drüben auch noch meinen Lichtervorhang, den ich mir damals von Amazon bestellt habe. Ich habe nach meiner letzten Roomtour 3 Milliarden Fragen dazu bekommen. Wie gesagt, er ist von Amazon und wenn ich den finde, dann setze ich euch den Link sehr gerne in die Infobox. Ich bin sehr zufrieden damit. Wir können ihn dann gleich auch nochmal einschalten. Ich liebe das. Ich sitze teilweise nächtelang da und bearbeite Videos oder sonst irgendwas und sehe einfach nur diesen Vorhang beim Glitzern zu. Ich finde das unfassbar beruhigend. Sonst hat sich hier eigentlich, wie gesagt, nicht sonderlich viel getan, außer dass, wie gesagt, hier jetzt die Tür steht, da ich einfach keinen anderen Raum hatte, um sie unterzubringen, beziehungsweise ich ganz einfach auch zu faul war, sie in den Keller zu stellen, sondern uns mal ehrlich, das Ding ist auch einfach viel zu schwer. Ich bin mir selbst nicht sicher, wie ich es geschafft habe, diese Tür aus den Angeln zu heben, aber es hat irgendwie funktioniert. Sie dient jetzt mehr oder weniger so halb als Sonnenschutz, weil meine Rollos auch nur alle heiligen Zeiten mal wirklich funktionieren. Dementsprechend, wenn die Sonne so richtig hart knallt, kann ich mich wenigstens da hinten irgendwie ein bisschen verstecken und der Sonne entgehen. Ansonsten verwende ich es auch ganz gerne als Kleiderstange, wie man vielleicht hier sieht. Oje, und man sieht vor allem das Chaos da hinten. Das wollte ich eigentlich gerade nicht filmen. wer meine letzte Roomtour kennt, der weiß, dass auch vor, ich glaube, die ist jetzt 2 Jahre alt, das da oben nicht sonderlich viel besser aussah. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau hier. Ich verwende das einfach für meine etwas längeren Kleider, die jetzt eben in diesem Kleidersack sind, als Kleiderstange mehr oder weniger, da mein Schrank leider nicht ausreicht. Das ist ein ganz einfacher Pax-Schrank, so wie ihn die meisten, glaube ich, haben von IKEA. Ich habe den von meinen Vormietern übernommen. Das heißt, ich hatte leider auch keine Gewalt beim Entscheiden, wie ich den aufgeteilt haben möchte. Ich
habe ihn halbwegs aufgeräumt. Das heißt, ich kann euch einen ganz kleinen Blick hineingeben. Da oben ist Chaos und meine Skischuhe und so. Hier sind meine Kleider. Verzeihung, ich bin gerade kurz an einem kleinen Hustenanfall beinahe krepiert. Ich habe hier, wollte ich sagen, selbst eine Gardinenstange angebracht, inklusive dann diesem Vorhang. Und ja, hier drinnen sind einfach alle möglichen Klamotten. Ich muss dringend mal wieder aussortieren, habe ich das Gefühl. Ja, hier ist auch kein sonderliches System. Falls ihr euch fragt, woher die Kleiderbügel sind, die sind von TK Maxx. Ich liebe sie. Die haben nämlich so ein bisschen einen Samtüberzug und dadurch rutschen die Kleider nicht von den Bügeln. Sie sind aber auch nicht sonderlich belastbar. Also sehr schwere Sachen sollte man nicht dran aufhängen. Das halten die nicht gut aus. Mir sind da auch schon ein paar von gebrochen, gerissen, wie auch immer man es nennen will. Und ja, dann gehen wir mal hier hinüber. Hier, das kennt ihr noch nicht. Das war in meiner letzten Roomtour noch etwas anders. Ja, ihr seht mich mit der Kamera hier stehen. Der Spiegel, den habe ich relativ neu. Der ist von Zara Home. Den habe ich allerdings aus der Sale-Abteilung. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es den noch genau so gibt. Dann, was habe ich hier sonst noch so alles? Ich habe dieses Bildchen hier, wo alle meine Lieblingsreiseziele bzw. die Ziele, die ich hoffentlich demnächst bereisen werde, markiert sind. Diese kleine Mappe ist von, ich glaube, Primark. Und dann hier unten haben wir einfach so, ja, random einfach eine Kerze, die ich sehr, sehr liebe. Die habe ich von TK Maxx. Diese Kerze ist von Primark, die habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich fand, das passt irgendwie ganz süß mit dem Rosa da dazu. Dann dieses Zitat habe ich mir selber ausgedruckt und eben in so einen Rahmen hineingetan. Das heißt, don't be like the rest of them, darling. Und erinnert mich jeden Tag daran, dass man einfach man selbst sein sollte und sich von anderen nicht verbiegen lassen sollte oder sich für andere nicht verbiegen sollte. Und ja, ich mag das sehr gerne und ich lese das jeden Tag, wenn ich aufstehe und hier in den Spiegel sehe, und das gibt mir einfach so ein bisschen eine Motivation. Dann ist hier so mein, ja, tägliches Make-up, würde ich mal sagen, was ich auch meistens in meine Handtasche mit mir rumtrage, und ein Haargummi. Und da ist, ich weiß nicht genau, wozu dieser Hirschkopf sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ihn mir gekauft, weil ich ihn sehr, sehr lustig fand. Der ist von Teddy und ich dachte mir, ich würde da vielleicht meinen Schmuck oder so dran aufhängen. Aber jetzt, wo ich ihn habe, habe ich da irgendwie keinen Bock drauf, weil ich es nicht schön finde, wenn er mit Schmuck behangen ist. Deswegen habe ich ihn einfach so stehen und er passt ja mit diesem Silber sehr gut zu dem Spiegel von Zara. Und ja, daneben steht noch so ein kleines Bildchen, was ihr wahrscheinlich auch von meiner letzten Roomtour noch kennen solltet. Und ja, da steht All you need is love and a cat. Und Love habe ich, aber eine Cat, ja, die kommt hoffentlich dann bald irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf YouTube schon mal erwähnt habe, aber ich hätte unglaublich gerne eine Katze. Schon immer. Also ich wollte, seit ich klein war, eine Katze haben und ich durfte nie eine haben. Und als ich dann ausgezogen bin, dachte ich mir, okay, jetzt hole ich mir eine Katze, und habe es irgendwie nie getan, weil ich mich nie wirklich getraut habe, für die dann alleine Verantwortung zu tragen. Und jetzt wohne ich schon seit 2 Jahren in dieser Wohnung und ich habe mir gedacht, okay, warum machst du es nicht endlich? Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass in dieser Wohnung eine Katze ein bisschen arm wäre, weil sie einfach zu klein ist. Aber eventuell ziehe ich im Laufe dieses Jahres noch um in eine größere Wohnung. Auch nicht alleine, vermutlich. Und dann wird sich die Frage stellen, ob ich mir nicht vielleicht doch eine Katze zulege. Jemand anderes möchte einen Hund, aber das, ja, das werden wir noch diskutieren. Ich bin auf jeden Fall voll Team Katze. Ihr könnt ja gerne auch mal hier oben abstimmen oder mir in die Kommentare schreiben, ob ihr eher Team Katze oder Team Hund seid. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bin definitiv Team Katze. Ich habe zwar zu Hause bei meiner Mama einen Hund, aber ich liebe Katzen über alles. So, aber genug davon. Ich würde sagen, ich zeige euch noch ganz kurz die Kommode. Das ist eine ganz einfache Malmkommode von IKEA, wo jetzt nicht sonderlich viel Spannendes drin ist, außer
Unterwäsche und Pullover und sonstigen Kram, den ihr ohnehin nicht sehen möchtet. Und für alle, die meine letzte Roomtour gesehen haben und sich fragen, was aus meinem Schminktisch geworden ist, der ja ursprünglich hier bzw. Da vor dem Fenster stand, den hat inzwischen meine kleine Schwester, einfach weil ich den Platz hier brauchte. Ich brauchte eine Kommode, um einfach noch ein paar Sachen verstauen zu können. Und der ursprüngliche Grund, warum ich mir vor etlichen Jahren diesen Schminktisch gekauft hatte, war einfach, dass ich in meinem ehemaligen Kinderzimmer und auch in meinem WG-Zimmer dann einfach einen Platz haben wollte, wo ich mich schminken konnte und fertig machen und kein eigenes Badezimmer zur Verfügung hatte. Und da ich das ja jetzt habe in meiner eigenen Wohnung, brauchte ich einfach keinen Schminktisch mehr. Ich habe ihn zu einem sehr großen Teil auch einfach mit Klamotten zugemüllt. Ich habe einfach alles dort abgelegt, abgestellt, was ich irgendwie aktuell nicht brauchte. Und ja, ich habe mich einfach dazu entschieden, dass er unnötig geworden ist, zumindest für diese Wohnung. Eventuell, wenn ich in die größere Wohnung ziehe, hole ich ihn mir wieder. Das muss ich dann aber einfach mal gucken, beziehungsweise mit ihr absprechen, ob sie ihn überhaupt wieder rausrückt, denn ich glaube, sie ist sehr, sehr glücklich mit ihm. Aber so viel nur dazu, falls ihr euch gewundert habt, wo der abgeblieben ist. Meine Schminkecke ist jetzt hauptsächlich hier, beziehungsweise im Wohnzimmer. Ich habe ohnehin vor, mal eine neue Schminksammlung abzudrehen. Da kann ich euch dann gerne die aktuelle Schminksituation zeigen. Und dann schwenke ich mal wieder zurück zu meinem Bett. Denn da habe ich vorhin aufgehört, weiter zu erzählen und habe mich von meinem Kleiderschrank ablenken lassen. Es tut mir furchtbar leid. Ich wollte nur noch mal schnell zusammenfassen, woher die Sachen alle sind, bevor ich das in den Kommentaren wieder beantworten muss oder darf. Ich freue mich ja, wenn ihr kommentiert. Das Bett ist, wie auch in der letzten Roomtour erwähnt, ein Brimnes von IKEA. Das hat auch diese praktischen Schubläden hier unten, wo ich hauptsächlich Bettzeug und so weiter drin habe. Die Tagesdecke ist ewig alt. Ich weiß gar nicht mehr genau, woher ich die habe. Ich glaube, sie war von TK Maxx. Ich weiß es aber leider wirklich nicht mehr genau. Wenn ich irgendwas Ähnliches finde, kann ich es euch sehr, sehr gerne in der Infobox verlinken. Dann diese Tagesdecke hier habe ich von Hofer, also der österreichischen Variante von Aldi. Die liegt übrigens hauptsächlich dort, weil ich einen riesen Kaffeefleck da auf der unteren Tagesdecke habe und es furchtbar aussieht und ich mir dachte, mit was kann ich das am besten überdecken? Mit einer Tagesdecke. Und die beiden Kissen sind von Primark. Die großen Kissen habe ich von IKEA mit Überzügen von Zara Home. Dann kommen wir weiter hierüber. Das S, das ich sehr, sehr liebe und auch eine Zeit lang in meinem Videohintergrund hatte, ist von TK Maxx. Dann das Bild mit Make Today Great habe ich von Primark. Dann kommen wir zu meinem Nachtschränkchen. Da ist hauptsächlich ein Kabelsalat, den ihr bitte ignoriert. Und das Schränkchen an sich habe ich von IKEA. Das habe ich leider vergessen, wie das heißt. Ich glaube Tüstali oder irgendwie sowas. Werde ich euch aber auch unten verlinken. Dann habe ich da einfach einen Wecker. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Nagelkram, weil ich mir meine Nägel gemacht habe die letzten Tage. Die Nachttischlampe ist von TK Maxx. Und dann habe ich da einfach noch so Taschentücher und ein Buch liegen. Und dann habe ich hier noch dieses kleine Gehänge, das ihr wahrscheinlich auch aus einem meiner Primark Hauls kennt. Ich liebe diesen Style, es erinnert mich total an Pinterest. Es ist jetzt noch nicht ganz fertig, auch dieser Stern und die Fake-Orchidee sind im Übrigen von Primark. Ja, es ist noch nicht zu 100% das, was ich mir vorstelle, aber ich wollte es auf jeden Fall schon mal aufgehängt haben. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich liebe, wie gesagt, diesen Pinterest- und Tumblr-Vibe. Und das ist das alles so im Überblick. Und für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, mache ich jetzt auch nochmal schnell den Lichterkettenvorhang an. Was im Übrigen immer eine große Herausforderung darstellt, da der Stecker hier irgendwo unten vergraben liegt. Halleluja! So, nur damit ihr das jetzt auch kurz in diesem Video hier seht. Ich habe das ja auch ausführlich in meiner ersten Roomtour gezeigt, die ich euch natürlich gerne da oben in der Ecke verlinke, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ja, das ist mein Schlafzimmer. Es ist klein, aber fein.
Ich komme ganz gut damit klar. Ich habe, glaube ich, so ziemlich das Beste draus gemacht, was man mit der Größe machen kann. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Deko-Ideen für mich habt, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Ich bin für alle Tipps und Inspirationen gerne offen und ja. Das war's dann auch mit dem Video. Lasst mich sehr gerne in den Kommentaren wissen, wie euch das Zimmer gefällt. Hättet ihr vielleicht irgendwas anderes gemacht? Beziehungsweise solltet ihr meine alte Roomtour gesehen haben? Gefällt euch das Zimmer jetzt besser oder vorher? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesem Video, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben hinterlasst. Ihr findet jetzt hier seitlich meine alte Roomtour und noch ein anderes Video von mir. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!